Hallo, ich begrüße Sie zur Wochenprognose von Dukoskopi. Mein Name ist Monika Gibson. Elvin Tan aus der Societe Generale wird mir heute mehr berichten. Einige Experten rufen die Investoren auf, sich nicht allzu stark an den Problemen mit Griechenland und China zu fokussieren. Was sagen Sie dazu? Diese Aussage kann ich nur zustimmen. Das aktuelle Problem mit Griechenland ist heute nicht allzu kritisch. Die chinesische Regierung möchte den absteigenden Fondsmarkt unterstützen. In der nahen Zukunft stellt Griechenland und China für den Markt keine große Gefahr dar. Nun zu den kommenden Ereignissen dieser Woche. Einige amerikanische Wirtschaftsdaten stehen an. Am Mittwoch wird der industrielle Herstellungsumfang veröffentlicht. Die Analytiker gehen von einem Anstieg des Herstellungsumfanges aus. Inwiefern würden negative Daten die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft infrage stellen? Sie haben recht, in dieser Woche werden einige amerikanische Wirtschaftsdaten publiziert. Bedeutender als die Herstellungsdaten werden die Einzelhandelsumfänge sein. Die amerikanischen Deflationsdaten werden auch bedeutend sein. Der Konsumpreisindex wird auch in dieser Woche veröffentlicht. Falls diese Daten enttäuschen sollten, würde das den Markt stark verunsichern und die weitere wirtschaftliche Wiederherstellung infrage stellen. Am Mittwoch und am Donnerstag wird Janet Yellen zweimal vorsprechen. Wir sind der Meinung, dass sich die amerikanische Wirtschaft erfolgreich weiterentwickelt. Die erste Leitzinserhöhung wird bereits in diesem Jahr passieren. Der britische Zuwachs von Arbeitslosen hat sich verringert. Bald werden die zusammenfassenden Inflationsdaten publiziert. Wie sieht demnach Ihre Prognose für den Pfund Sterling aus? Vor allem im Hintergrund der Tatsache, dass die griechische Krise etwas abgeklungen ist. Die britische Konsuminflation wird bei einem jährlichen Wert von 0,1% stehen. Ich glaube nicht, dass sich diese Daten verändern werden. Die Basisinflation wird jedoch auf einen jährlichen Wert von 0,9% auf 1% steigen. Die britische Inflation richtet sich wieder auf. Das durchschnittliche Einkommen ist auch gestiegen und wird auch weiter steigen. Solch positive Daten werden den Pfund in dieser Woche gut unterstützen, was das Euro-Sterling-Paar unter Druck setzen wird. Ich denke, dass das Paar das Niveau von 70,50 durchbrechen wird. In dieser Woche könnten wir eventuell positive chinesische Daten erhalten. Laut Prognosen werden wir einen seit 4 Monaten nicht mehr gesehenen jährlichen industriellen Herstellungsumfang von über 6% fixieren. Ist das aufgrund der jüngsten Situation am chinesischen Fondsmarkt überhaupt möglich? Die kommenden Ergebnisse werden aufzeigen, dass sich die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum ersten Quartal stabilisiert hat. Diese positiven Daten werden den chinesischen Fondsmarkt wiederum positiv unterstützen. Wir sind jedoch der Meinung, dass die chinesische Wirtschaft auch weiter eine strukturelle Verlangsamung demonstrieren wird. Die kommenden Ergebnisse werden aber dennoch besser ausfallen als die aus dem ersten Quartal. Was sollte man in dieser Woche noch beachten? In dieser Woche werden 3 wichtige Ereignisse passieren. In Brüssel hat die Verhandlungsrunde zwischen den europäischen Vertretern und Griechenland gestartet. Dann wird Frau Yellen auf einem Summit vor dem Repräsentantenhaus vorsprechen und am Donnerstag vor dem Senatkomitee. Und das 3. wichtige Ereignis wird die Verhandlungsrunde bezüglich des iranischen Atomprogrammes sein. Eine mögliche Vereinbarung könnte die Währungen kurzfristig negativ beeinflussen, dessen Länder Öl herstellen. Teilweise gilt das für den kanadischen Dollar und für die norwegische Krone. Elvin, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, denn das Dukoskopi TV-Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet. Bis bald. Goodbye for now.